es geschafft. Viele haben es ja schon vermutet. Jetzt haben wir einen neuen Star. Kelly Meyer gewinnt hier und heute als erste Frau die Formel-2-Meisterschaft. Historisch. Tja, irgendjemand muss ja die Erste sein. Ich hoffe nur, dass das beweist, dass Talent genauso wichtig ist wie Geld. Was ist mit Ihrem Vater? Hat er Ihnen schon gratuliert? Nope. Nächste Frage. Kelly, was wir uns alle fragen, wie fühlt man sich als Frau im Motorsport? Keine Ahnung, John, wie fühlt man sich als Mann in der Berichterstattung? Nächste Frage. Hitzköpfig, ja, auf jeden Fall, sicher. Aber genau das muss man zu einem gewissen Punkt auch sein. Sonst wäre das nie passiert, dass Kelly für uns den Titel geholt hat. Das ist schon ein Wahnsinnsding. Sowohl für den Sport, aber auch für alle anderen. Und für Sie? Was haben Sie empfunden? Das war einer der stolzesten Momente meiner Karriere. Ich war zum ersten Mal ein Mentor für jemanden. Aber auch traurig, weil ich gehen musste. Hatten Sie Kelly schon von Ihrem neuen Job erzählt? Ja, natürlich. Und ich sagte ihr, dass ich sie am liebsten mitnehmen würde. Sie hat's verstanden. Und Aiden? Haben Sie es ihm auch erzählt? Nein, er war zu beschäftigt. Beschäftigt? Er war ja drauf und dran, dem Team zu sagen, dass er es verlassen würde. Guten Abend alle zusammen. Danke fürs Kommen. Ich weiß, Aiden möchte uns heute etwas mitteilen, aber erst möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Geht ganz schnell. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in dieser Saison verausgabt habe. Denn ihr wisst, mir gehört das Team, ich leite das Team. Das ist viel Druck, okay? Und daher habe ich beschlossen, nicht mehr den Job als Teamchef auszuüben. Ab nächster Saison. Ich werde versuchen, Cornersport Racing weiter zu der Marke zu pushen, die es verdient. Während der neue Teamchef sich allein auf die Leistung und die Punkteränge konzentrieren wird. Und wir haben schon jemanden gefunden, der diese Rolle erfüllt. Kasper? Danke, vielen Dank. Das ist ein großer Schritt für mich, aber ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison mit euch. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich tut mir leid, wenn ich das eben gerade so dramatisch präsentiert habe, okay? Begrüßt jetzt den Mann, der euch bezahlt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Gut. Dann lasst uns jetzt weitermachen. Aiden, du wolltest auch noch was verkünden. Du hast das Wort. Nein, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, danke euch allen für die gute Arbeit dieses Jahr. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Besonders mit Kasper an Bord. Kasper ihre Vorbereitung für 2023 beeinflusst. Ich hatte wichtigere Dinge im Kopf als Kasper. Hätten Sie im Rückblick 2023 lieber etwas anders gemacht? Nein, das war schon alles gut so. Außerdem, was sollte ich denn bereuen? Ich war der Star der Saison. Wie läuft das Geschäft? Wie immer, einstellen und feuern. Wie läuft das Rennen? Ach, du weißt schon. Ducken und fahren. Seid ihr alle vorbereitet? Klar. Ich habe die Strategieänderung nochmal geprüft. Ich sehe mir gerade meine Notizen an. Alles abgedeckt, wie immer. Sie werden nur noch meinen Staub sehen. Das klang wie ein echter Butler. Aber denkt dran, für uns alle steht in dieser Saison viel auf dem Spiel. Ja, ich weiß. Dad, ich meine das ernst. Du trägst dieses Team auf deinen Schultern. Vergiss das nicht. Naja, du nimmst weiter zweitklassige Fahrer unter Vertrag. Ich kann nicht die ganze Arbeit alleine machen. Vergiss nicht, wo wir jetzt wären, wo du jetzt wärst, wenn das alles den Bach runtergehen würde.
Vertrau mir, Dad. Du musst dir keine Sorgen machen. Devin, ich meine es ernst. Wenn du nicht deine beste Leistung bringst, landest du ganz unten. Willst du das wirklich? Nein, natürlich nicht. Behalte das im Hinterkopf. Und jetzt fahr da raus und zeig mir, was du kannst. Schon dabei. Ich hol dir die Punkte, Dad. Guter Junge. Wir sprechen später. Welcome to the Bahrain International Circuit, and any moment now our drivers will take to the track and the Bahrain Grand Prix can begin. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and it could be a strategic race this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking at the rest of today's grid, we have Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Jackson, Gasly, Tsunoda, Butler, Bottas, Sargeant, Joe, Magnussen, De Vries, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? 2023 Bahrain. We're about to get going, and I hope you've enjoyed the build-up just as much as we have. The teams are ready on the grid. They're ready in the garages too, but in the commentary box alongside me, are you ready, Ant? Of course I'm ready, Crofty. New season, new challenges for all of them out there, drivers and teams. I love this part of the year, Crofty. This is where it really kicks off, and you get to showcase all that hard work you've done through the winter months. Does it pay off? Yeah, that's the question, isn't it? What does the 2023 season have in store for us? We're about to find out. Okay, Devon, it's a brand new season, you know that, so let's start it as we mean to go on, okay? Okay? Let's get out there, come on. Oh!
DRS now enabled. DRS enabled. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on soft. Now we're boxing this lap.
Aiden's coming in for his stop now. Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. We'll be right back.
is 5 laps of fuel remaining. Teammate behind. Okay, so we're leading our teammate by 34.9 seconds. They're on fresh softs. They're in 11th. Time last lap was a 1 minute 39.2. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Understood. Copy that.
We've only got 2 laps of fuel left. Superb driving. That is the race win, my friends. Well done. Meanwhile, plenty of surprises in the midfield. So where do we start, Ant? Well, I think we have to look at Connor Sport. And for me, they've been the biggest surprise so far. And Butler, he's doing fantastically well. Thing is, though, they've got to sustain that over the course of the whole season. And that is easier said than done. Certainly one Kasper Ackermann will be hoping that this season is better than his last. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Was für ein Saisonstart, Devon. Sie sind mit Ihrer Leistung heute sicher zufrieden. Also manchmal frage ich mich, ob überhaupt jemand richtig hinguckt. Ich bin immer schnell gewesen. Jeder hat die Probleme gesehen, die wir letzte Saison mit dem Auto hatten. In dieser Saison fahre ich ein Auto, das funktioniert. Und Überraschung, es läuft richtig gut. Das ist keine Raketenwissenschaft. Sie hatten in der Vergangenheit einige Zusammenstöße mit Ihrem Teamkollegen Aiden Jackson. Ist das vorbei? Was halten Sie von Aiden? Aiden ist der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Wissen Sie, woher ich das weiß? Er hat es mir gesagt. Sie glauben, ich bin überheblich? Aiden ist richtig egoistisch. Aber man merkt es erst, wenn er es zeigt. Er ist sehr anstrengend, glauben Sie mir. Connor Sport hat mit der Ernennung von Kasper Ackermann zum Teamchef für diese Saison alle überrascht. Wie finden Sie es, Anweisungen von jemandem anzunehmen, mit dem Sie eine solche Vergangenheit haben? Ich denke, er wird einen großartigen Job als Teamchef machen. Vor allem, weil er mich in seinem Team hat. Also kann er nicht viel falsch machen. Er ist bestimmt unglaublich dankbar dafür. Wie würde eine erfolgreiche Saison 2023 für Sie aussehen? Meine persönliche Mission ist es, Connor Sport zum Erfolg zu führen. Am Ende der Saison werden alle sagen, was für ein tolles Team wir sind und wie gut die Saison verlaufen ist. Und wenn das passiert, habe ich mein Ziel erreicht. Vielen Dank. Danke. Großartiges Rennen heute. Das sah klasse aus. Hör mal, ich weiß, wir hatten Probleme und letzte Saison war letzte Saison. Ein neuer Start für das Team. Was meinst du? Jackson. Ja. Danke, Mann. Der Müllermaß dort. Ja. Super. Was ist mit der vergangenen Saison?
Die Saison 2023 war komplett anders für Konnersport. Wie meinen Sie das? Das Auto. Zum einen. Wir hatten die gröbsten Probleme beseitigt und konnten so langsam sein volles Potenzial ausschöpfen. Können wir darüber sprechen, was mit Devon passiert ist?